Infinity Strash, Dragon Quest, The Adventure of Dai. Was für ein Titel. Oh mein Gott, wer ist denn auf die Idee gekommen? Alleine schon der Anfang, Infinity Strash. Und dann danach erst Dragon Quest und dann erst das Adventure of Dai dahinter zu packen. Also so ein Titel kann sich wirklich nur Square Enix ausdenken. Und ja, das Ganze ist ein Spin-off der Dragon Quest-Reihe, basiert auf dem Anime Adventure of Dai, den ich nie gesehen habe. Das Ganze in der Nacherzählung des Spiels wirkt so ein bisschen wie Dragon Ball Dragon Quest. Was natürlich ein bisschen ironisch ist, ne, basierend darauf, dass eben die ganzen traditionellen Designs der Charaktere und eben auch der Monster vom Dragon Ball Macher Toriyama eben kommen. Hier sehen die Figuren ein bisschen anders aus, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe die ganze Serie nicht gesehen. Ich kann da auf jeden Fall jetzt keinen Bezug geben, wie gut das Ganze irgendwie nacherzählt wird. Das Seltsame an diesem Spiel ist aber auf jeden Fall dieser Fokus darauf, eine Nacherzählung zu sein. Denn das ganze Spiel ist in seinen 7 Chaptern so unterteilt, dass man an sich nur 3 unterschiedliche Arten von Missionen hat. Und zwar entweder läuft man so ein bisschen über ein freies Feld und tötet ein paar Monster, meistens dann eben auch mit der gesamten Gruppe, die einem zur Verfügung steht, eben bis zu 4 Charaktere. Ich meine, es gibt auch nicht mehr als diese 4 Charaktere, die dann nachher noch entweder mal hier und da eine andere Rolle irgendwie einnehmen können, aber an sich dann eben maximal bis zu 4 Charaktere läuft man über so ein Spielfeld. Man bekämpft ganz normale Dragon Quest Monster, die man eben auch so aus den normalen Spielen kennt. Dauert dann so, ja, circa 5 Minuten, bis dann so ein Level vorbei ist. Das andere sind dann reine Bosskämpfe, bei denen man eigentlich fast immer nur eine Figur zur Auswahl hat. Und weil das ganze Jahr so ein bisschen eben diese Handlung des Anime nacherzählen will, gibt es auch nur ganz bestimmte Figuren, die man dann spielen kann. Also das ist jetzt, oh, in dem Teil der Serie hat jetzt Dai gegen Typ so und so und so irgendwie gekämpft. Dann ist das jetzt der Bosskampf. Oh, danach übernimmt dann ein anderer Charakter diesen Kampf. Oh, dann machen wir eben mit dem weiter und dann kämpfst du an sich nochmal gegen den exakt gleichen Boss mit den exakt gleichen Moves, nur nochmal mit einer anderen Figur und das Ganze wechselt sich dann ab. Dazwischen, neben diesen ganzen Missionen, neben diesen 2 Typen, also dieses freie, normale Kämpfen gegen Trash-Mobs sozusagen und dann eben gegen die Bosse, existieren reine Story-Chapter. Also wirklich nur eine Mission, in der man sich eine Cutscene ansieht. Und nicht mal wirklich eine Cutscene, weil an sich hätte man ja die ganzen Anime-Sequenzen so 1:1 irgendwie abspielen können oder das Ganze ein bisschen neu editiert, sodass es dann wie so eine Art Abridged- oder Recap-Version des Ganzen dann ist. Nein, stattdessen hat man sich dazu entschieden, einzelne Still-Frames aus der Serie neu zu animieren. Also, dass die dann so ein bisschen, na, dass es mal so ein Panning-Shot darüber gibt, dass dann irgendwie ein Charakter zu sehen ist, wie er dann in dem ersten Frame irgendwie die Hand unten hat und dann geht das Bild nach oben. Du hast so eine kurze Überblende, dann ist die Hand irgendwie oben mit so ein bisschen Screenshake, eben auch den originalen Stimmen aus der Serie und dann eben weiteren Soundeffekten. Das Ganze ist basierend darauf auf jeden Fall gut umgesetzt, also ne, basierend auf dieser Limitation. Ich finde es nur seltsam, dass es dann so präsentiert werden musste, weil auf der anderen Seite gibt es dann tatsächlich Sequenzen, das sind dann so mehr die Höhepunkte, wenn es dann an so den finalen Teil eines Kampfes gibt. Wahrscheinlich, wenn dann im Original 10 Folgen irgendwie vergangen sind, wenn es so irgendwie wie Dragon Ball dann ist. Aber dort gibt es dann wirkliche Sequenzen, die in der Spielengine nachgestellt wurden. Die sind auch teilweise ganz cool. Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass so die ganzen Animationen da draußen, wenn man auch irgendwelche Supermoves ablässt und die Kamera sich dann auf die einzelnen Charaktere fokussiert, so die Shot-Composition von dem Ganzen, die Animationen, das ist auf einem doch relativ hohen Niveau. Die komplette Umgebung sieht, ja, dagegen relativ langweilig, so bare bones aus, das gibt das Ganze nicht viel her. Aber so dieses größte Problem des Spiels oder beziehungsweise diese seltsame Eigenart ist eben die Aufteilung in diese 3 verschiedenen Missionen. Es gibt noch Nebenmissionen, die man optional angehen kann. Das sind aber dann eigentlich auch nur, entweder ist hier nochmal ein Bosskampf, was ein bisschen seltener ist, oder hier ist nochmal eine Sequenz, in der man durch den gleichen Level vor- oder zurückläuft und dann gegen entweder dieselben Gegnertypen oder nochmal gegen andere Gegnertypen antritt. Aber es ist ein sehr repetitiver Ablauf, der in mehr an, also gerade in diesen Sequenzen, wo man gegen Standardgegner kämpft, mehr an ein reduziertes Dynasty
Dynasty Warriors erinnert. Also nicht mal das, was einem so ein Dynasty Warriors gut gibt, dass du mit diesen overpowered Figuren einfach durchrennst über das Kampffeld und dann Dutzende bis eben über 100 Gegner auf einmal zerlegst, die sich fast schon zu einer so einem Katamari-Ball zusammenfügen, wenn man eine Combo aufrecht erhält. Und hier ist es so, ja, die Schwierigkeit oder beziehungsweise so die Art und Weise, wie man durch den Level zieht, erinnert daran, aber dadurch, dass die ganzen Figuren nicht so starke Hit-Reactions zeigen, dass man sie eben auch nicht stunnen kann mit den meisten Angriffen, gerade eben mit dieser standardisierten Dreier-Kombo. Das sorgt dafür, dass man zwar einen daran erinnernden Aufbau hat, aber das Ganze doch sehr gemächlich reduziert gespielt werden muss, ohne dass es in irgendeiner Form anspruchsvoll ist. Also ich rede jetzt eben über diese freien Stages, wo man eher rumläuft. Die Bosse an sich sind dann wesentlich anspruchsvoller, aber vor allem auch deswegen, weil einerseits die Telegrafierung der Angriffe nicht immer besonders gut ist. Also man sieht dann zwar, dass ein Angriff kommt, aber der Gegner hält oftmals einen Schlag in der Luft und dann der Moment, in dem er zuschlägt, ist dann wirklich instant in so 2-3 Frames. Das heißt, du musst die Dauer auswendig lernen. Du musst nach und nach ein Gefühl dafür entwickeln, oh, das ist der Angriff, bei dem er den Arm nach oben hält und dann so fast schon im Takt mitzählen im Kopf, okay, 1, 2, jetzt wird er zuschlagen, dann kann ich ausweichen oder eben blocken. Und es sind jetzt nicht wirklich so Animationen, die sich so ein bisschen durchziehen und dann zwar halten, aber während dieses Haltens immer noch so ganz leichte nach vorne Bewegungen machen und dann loslassen, sodass man basierend auf dem visuellen Feedback ein Gespür dafür bekommen kann. Hier muss man diese Timings wirklich auswendig lernen, weil ja, es ist zu erkennen, dass jetzt irgendwie eine Attacke kommt, aber wann genau der Schlag ist, visuell ist das nicht wirklich gut lesbar, bei diesen meisten Attacken. Und dadurch, dass sie dann eben auch noch immensen Schaden, also jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, es gibt so 2 zur Auswahl, der untere Schwierigkeitsgrad ist so pillepalle, dass man wirklich durch alles durchläuft. Also du machst so viel mehr Schaden, du kriegst so viel leichter deine Special-Leiste irgendwie voll, die Gegner haben eigentlich gar keine Chance gegen dich, also selbst der härteste Boss. Und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gab es wirklich ein paar Kämpfe, die ich so 3-4 Mal neu versuchen musste, weil schon 2-3 Attacken mich dann teilweise vollkommen zerlegt hatten. Und gerade wenn du die dann auf so eine sehr unintuitive Art und Weise lernen musst, kann das dann ein bisschen, ja, anstrengend sein. Ne? Das heißt, man hat da schon diese Diskrepanz und dann gibt es nochmal diese reinen Story-Chapter, wo man wirklich nur eine YouTube-Abridged-Version nacherzählt bekommt, die man aber auf YouTube besser sehen kann. Also wenn ich einfach nur den Anime nacherzählt haben möchte in Still-Frames, dann kann ich auch irgendeinen der dutzenden YouTuber irgendwie gucken, die das Ganze mit ein bisschen mehr Persönlichkeit rüberbringen und mir auch das Ganze dann erzählen und eben sagen, okay, das passierte jetzt und nochmal etwas mehr Kontext für die ganzen Sachen geben, weil hier sieht man zwar die einzelnen Szenen, aber dadurch, dass viele Elemente weggelassen werden, als jemand, der eben diese Serie nicht gesehen hat, hatte ich teilweise keinen wirklichen Bezug. Ich hatte nicht wirklich jetzt das Gefühl, großartig zu verstehen, was jetzt hier so wichtig ist, was eben passiert. Auch dann, wenn es zwischendurch einen Zeitraum gibt, wenn eine der Figuren die Gruppe verlässt und dann später zurückkommt und das ist dann so ein großer Moment, auch ein Moment des Wachstums. Das ist dann auch ein Moment, wo die Person in eine andere Klasse gehen kann. Und im Anime kann ich mir garantiert vorstellen, dass man so dieses Gefühl der Zeit dann erlebt, dass man so über die Folgen hinweg dann wirklich das Wachstum der Figuren spürt und eben, ah, hier vergeht auch eine gewisse Zeit. Ich verbringe auch eine gewisse Zeit, weil ich eben diese ganzen Episoden gucke. Aber im Spiel vergehen dann vielleicht nur so eine Stunde bis anderthalb und dann treffe ich schon wieder auf diesen Charakter. Und eben durch diese Nacherzählung kommt das für mich nicht wirklich gut rüber. Ich glaube, das funktioniert vielleicht etwas besser, wenn man den Anime schon mal gesehen hat und dann das Gleiche nochmal so ein bisschen nacherlebt. Aber dann würde ich mir denken, wenn du das Ganze schon kennst, warum ist es dann so langwierig, teilweise noch einmal wiederholt diese ganzen Szenen zu sehen? Dann wäre es doch besser gewesen, sich auf diese in der Engine erstellten Sequenzen zu fokussieren. So wie das ja auch teilweise die ganzen Dragon Ball Spiele machen, die immer wieder dieselben 3 großen Arcs neu nacherzählen. Das finde ich ist eine bessere Form, damit umzugehen, wenn man das Ganze schon kennt, weil so triffst du irgendwo in der Mitte, die keinen wirklich zufriedenstellen wirkt. Die Leute, die es nicht kennen, die werden wahrscheinlich eben wegen des ganzen Kontexts, der teilweise fehlt und auch der Art und Weise, dass es immer noch relativ dann zu schnell irgendwie mit diesen ganzen Missionen nacherzählt wird, die werden nicht ganz abgeholt. Und die Leute, die schon drin sind, die das Ganze schon kennen, für die ist dann gerade eine Aufarbeitung in solchen Still-Frames und weniger in reinen Animationen
Anime-Sequenzen, die an sich gar nicht vorkommen, sondern wenn dann eben in der Engine nacherstellten Animationen, für die ist es wahrscheinlich zu wenig. Und das nimmt aber einen immensen Teil des Spiels ein. Also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber ich würde jetzt rein aus der Erfahrung mit dem ganzen Spiel, ne, die ganzen 7 Kapitel, dass locker die Hälfte aller Missionen nur diese Story-Sequenzen sind. Und dann natürlich auch nochmal die Missionen, in denen gerade dann Bosskämpfe stattfinden, ebenfalls solche Animationen haben. Teilweise am Anfang, teilweise am Ende. Also dass insgesamt, wenn man sich alles ansieht und dann eben auch spielt, dass der Großteil der Erfahrung in dieser Haupthandlung zu, ich würde mal sagen, 70% aus diesen Nacherzählungen besteht. Und das dann bei einem, ja, an sich Action-RPG, kommt dieser Action-RPG-Teil deutlich zu kurz. Zumal eben auch das ganze Kampfsystem sehr stark reduziert ist. Jede einzelne von diesen 4 Figuren, und auch wenn dann eine nachher noch eine weitere Klasse bekommt und sich dann 2 Charaktere in verschiedene Versionen verwandeln können, alle Versionen davon haben nur eine einzige Dreier-Kombo. Mehr gibt es nicht als Standardangriffe. Der Rest sind alles Cooldown-Attacken. So, das heißt, du kannst entweder nur darauf warten, dass dann wieder ein Cooldown verfügbar ist. Jede Figur hat 3, die man dann eben auch frei wählen kann. Den Cooldown kann man zwar reduzieren, indem man dann wieder angreift, so zumindest etwas zu machen, aber das Angreifen selber besteht nur aus dieser Dreier-Kombo und du kannst dann noch, wenn du den letzten Schlag in dieser Dreier-Kombo richtig timest, dann kommt eben eine stärkere Attacke raus. Dadurch, dass aber gerade bei den Bossen die Angriffsmuster von ihnen so kompakt sind und du eben mit diesen normalen Standardangriffen auch die Gegner eben auch nicht stunnen kannst, ist dieser Dreier-Angriff dann mit der stärkeren letzten Attacke meistens gar nicht möglich, weil du auf die Fresse kriegst und du kannst aus dieser Attack-Animation dann nicht rauscanceln. Du kannst dann nicht in einen Dash oder in einen Block gehen, was die einzigen weiteren Möglichkeiten sind. Du kannst entweder blocken, wenn du normal blockst, nimmst du weiterhin Schaden, außer du machst eben so ein Perfect Parry, wodurch dann der Gegner ein bisschen gestunt ist, dass du dann vielleicht so eine Dreier-Kombo normal vom Start lassen kannst. Und das andere ist ein Ausweichen und da gibt es dann zwar auch ein perfektes Ausweichmanöver, aber das eröffnet dann keine großartige Angriffsmöglichkeit, sondern eben mehr die Tatsache, dass man dann eine andere Leiste für Special-Angriffe nochmal erhöht, was so eine zusätzliche Art des Cooldowns eben ist. Das heißt, der meiste Teil des Kampfsystems besteht eigentlich daraus, immer nur entweder auf diese Cooldowns zu warten oder anzugreifen, damit die Cooldowns wieder früher verfügbar sind, um dann eben den Boss zu zerstören, also dessen Lebensenergie zu reduzieren, beziehungsweise auch so eine Form von Schild, der aber jetzt nicht verhindert, dass der Gegner Schaden nimmt, sondern wenn der Schild zerstört ist, dann ist er in so einem gestunten Zustand und du kannst ihn eine längere Zeit frei angreifen. So kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das auch der Schild in den Hyrule Warriors Spielen funktioniert oder auch bei Kingdom Hearts 2, wenn die meisten Storybosse so zwischendurch dann den Moment haben, wo sie einfach nur da sitzen und man sie frei angreifen kann. So die wenigsten, also die geringsten interessanten Momente des ganzen Kampfsystems und der Kämpfe eben auch. Das sind so die Art, das ist so das, worauf du hier irgendwie hinarbeitest. Und es gibt keine wirkliche Synergie zwischen den Angriffen, es gibt kein wirkliches Kombo-Potenzial. Wie gesagt, die meisten Gegner lassen sich von den, also es gibt ein paar Angriffe, die dann für einen kurzen Stun sorgen. Das sind dann meistens eben auch so die mächtigsten, die man irgendwie haben kann. Aber ansonsten gehst du nur deine ganzen Cooldowns durch. Weshalb der Magier aus der Truppe auch der beste Charakter ist, weil er seine Cooldowns nämlich auf Knopfdruck reduzieren kann, wenn man mit ihm den linken Trigger gedrückt hält. So jede Figur hat eine besondere sekundäre Fähigkeit auf diesem linken Trigger. So 2 der Figuren können sich dann, wenn eine Leiste voll ist, in eine stärkere alternative Version verwandeln. Eine andere Figur kann darauf ihre Pistole nachladen, die dann genutzt wird, um so Heilschüsse zu tätigen oder dann eben auch verschiedene Sachen, so irgendwie so ein Feuergeschütz auf den Gegner irgendwie zu feuern. Und das kann dann mit dem linken Trigger nachgeladen werden. Aber der Magier kann seinen Cooldown reduzieren. Quasi so dieses Ki aufladen, wie in einem Dragon Ball Fighting Game beispielsweise. Das heißt, mit ihm bleibst du einfach, weil seine ganzen Magieangriffe sind auch Fernkampfangriffe, also bleibst du mit ihm hinten, lädst einfach nur permanent diese Angriffe auf, packst dann vor allem die Magieangriffe rein, die Gegner so ein bisschen lahmlegen und dann ballerst du den ganzen Scheiß nur raus. Und das heißt auch immer, wenn ich die Auswahl hatte, mal bei einem Bosskampf, auch bei optionalen Bosskämpfen, einen Charakter selber auszuwählen, habe ich immer den Magier genommen, immer Pop oder wie er heißt, weil es die einfachste Form war, diese ganzen Gegner dann komplett auszuhebeln. Und so ein weiteres Element, was das Spiel dann noch mit reinfügt, ist dann der Aspekt, der das Ganze noch
so ein bisschen grindy macht, weil um nämlich abseits des normalen Levels die Zauber oder es gibt dann einerseits eben die Magieangriffe, die man nach und nach freischaltet, und es gibt noch solche Bonds, also dass man in der Story bestimmte Momente hat und dann kriegt man basierend darauf eine Karte und diese Karte hat bestimmte Werte. Es ist an sich eine Form der Ausrüstung. Und um diese Karten zu stärken und um die Magieangriffe aufzuleveln, muss man in einen von der reinen Haupthandlung losgelösten Dungeon reingehen, indem man in der Haupthandlung dann, wenn man da weitergeht, nach und nach weitere Ebenen freischaltet. Und diese muss man durchschreiten, um dann diese Karten, also an sich der einzige Teil, den man wirklich so als Ausrüstungsgegenstand anlegen kann, der nicht jetzt nur, es gibt zwar verschiedene Outfits, aber die sind rein kosmetisch. Da gibt es jetzt keine Statusboni oder so. Das heißt, um dann eben die einzelnen Statuswerte weiter aufzuleveln, neben dem Standardlevel, den man eben hat, und beziehungsweise dann eben auch so Charaktere in eine, ja, so dass du dem Magier eben auch dann mehr Magiepunkte geben kannst oder beziehungsweise mehr der Heilerin mehr HP, damit sie irgendwie länger überlebt oder so. Dafür braucht man dann diese Karten. Und dadurch musst du dann zwischen, also gerade wenn du es auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon spielst, weil die Levelprogression, selbst wenn du alle Hauptmissionen, alle Nebenmissionen machst, irgendwann bist du automatisch unterlevelt und entweder machst du dann nochmal irgendwelche Missionen nach, um deinen ganz normalen Level hochzutreiben, oder du wertest die Karten und eben diese Magiezauber auf, indem du dann in diesen strunzlangweiligen Dungeon reingehst, der dann Ebene für Ebene gehst du durch, dann entscheidest du dich zwischendurch, oh, jetzt habe ich zwei Türen zur Auswahl, in der einen Tür kriege ich dann ein Upgrade für meine Angriffskraft und in der anderen Tür kriege ich dann ein Upgrade für meine Verteidigung, und ich habe dann aber immer nur drei zufällig gewählte Upgrades zur Auswahl, so ein bisschen wie Hades funktioniert das dann, und diese Upgrades sind aber dann nur für den Bonus-Dungeon, weil in dem Bonus-Dungeon fängst du immer von Level 1 an und levelst dich dann auf, was auch dafür sorgt, dass wenn du bestimmte Karten, weil um Karten aufzuleveln, musst du die Karten mehrfach finden in diesem Dungeon. Das ist alles zufallsbasiert, das heißt, du grindest dich da durch und die verschiedenen Karten sind auf den verschiedenen Ebenen festgesetzt. Das heißt, in Ebene 1 bis 3, da droppen ganz bestimmte Karten, also aus den ersten beiden Chaptern eigentlich nur. Dann Ebene 4 bis 6 und dann eben so weiter, ne, alle drei Ebenen werden neue Karten freigeschaltet, die da eben droppen. Das heißt, wenn du Karten aus den späteren Ebenen aufleveln willst, musst du jedes Mal durch diese vorigen Level durchgehen. Und jede Ebene besteht aus circa 5 bis 6 Kämpfen, die nicht wirklich anspruchsvoll sind, weil erneut, man startet immer auf dem ersten Level. Es gibt auch nur einen dedizierten Schwierigkeitsgrad in diesem Bonus-Dungeon. Und an sich ist es nur stupides, dummes Grinden. Und du musst dann Glück haben, dass die Karten, die du irgendwie benutzen möchtest, die Werte haben, die du aufleveln willst, dass die eben auch mehrfach gedroppt werden, damit du sie dann noch mit einer weiteren separaten Währung zusätzlich bezahlen kannst. Und nebenbei kriegst du dann auch irgendwelche Item-Drops, die gibt es aber auch in der normalen Story. Und mit denen kannst du aber auch nur in dem Dungeon selber dann deine einzelnen Zauber aufrüsten auf die verschiedenen Level. Und das ist so eine dumme Scheiße. Also anders kann ich es nicht bezeichnen. Es ist so eine dumme Scheiße, weil du gehst nur in diesen verfickten Drecks-Dungeon rein, um aufzuleveln. Du gehst nicht da rein, weil der Dungeon an sich irgendwie cool ist. Vielleicht, wenn du alle Ebenen nach der Story freigeschaltet hast, sodass du tatsächlich bis ans Ende durchgehen kannst, um dann dort irgendwelche noch Zusatzbosse als Herausforderung zu sehen. Aber zu dem Zeitpunkt bist du durch die vorigen Ebenen schon so oft mehrfach durchgegangen, dass du dir lieber die Kugel geben möchtest, anstatt nochmal diese ersten 15 Billo-Ebenen irgendwie durchzumachen, eine Stunde oder anderthalb lang, bevor es dann in den wirklich interessanten Teil reingeht. Und dann will das Spiel auch noch, dass du das für irgendwelche Challenges einmal mit einer ganzen Truppe machst und dann irgendwie mit einem Charakter nur alleine. Und dann gibt es noch einen Challenge-Mode, der dann freigeschaltet wird, der einfach auch nur dafür sorgt, weil dann die ganzen Gegner dich irgendwann one-shotten und dann übermäßig viel HP haben, dass um diesen Challenge-Mode dann richtig zu spielen, du gezwungen bist, noch mehr zu grinden. Also das ist so ein dummer, dämlicher Aufbau, der nur der reinen Spielstreckung dient und das eigentliche Kampfsystem, das bei Meilen nicht hergibt, irgendetwas Interessantes damit zu machen. Und es ist ehrlich gesagt so ein bisschen frustrierend, weil abgesehen jetzt von den Umgebungen sind die Monster-Designs, die Animationen, die Charakter-Designs und die generelle Präsentation sind auf einem doch recht guten Niveau.
Also da merkt man schon, ja, das ist halt ein Vollpreistitel, aber es funktioniert an sich alles, aber nichts ist auf einem wirklich herausragenden oder sogar sehr guten Level. So alle Mechaniken, wenn man sie sich einzeln betrachtet, dann ist es so, ja, das ist funktional, hier sind mal ein paar Sachen besser, hier sind mal ein paar Sachen schlechter, aber es ist vollkommen okay. Es war auch für mich ein angenehmes Spiel, das einfach nebenher durchzuspielen. Das war jetzt nicht, wo ich so aktiv drauf irgendwie besessen war, sondern das war eben so ein Podcast-Spiel oder beziehungsweise ich lieg abends im Bett und jetzt spiele ich noch ein paar Level, bevor ich dann nebenbei einschlafe und dann die Xbox eben ausmache. Also ich habe das auf der Series X gespielt, ist auch das ganze Footage hiervon. Die Series S-Variante hat tatsächlich ziemliche Framerate-Probleme. Also es kann auch daran liegen, dass ich einfach abends so benommen war und dass mir alles eben viel hakiger und langsamer vorkam. Aber für mich war schon ein sehr deutlicher Unterschied zwischen der Series S und eben der Series X-Variante zu spüren. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie bei der PlayStation genauso ist, je nachdem, wo man das dann eben darauf spielt. Aber ja, von mir gibt es auch deswegen keine wirkliche Empfehlung. Es ist so ein Ding, wenn man, glaube ich, den Anime mag und dafür eine Affinität hat, dann ja, wenn es irgendwie reduziert ist für so 15, 20 Euro, dann kann man sich das, glaube ich, auch mitnehmen. Ich meine, hier gibt es, soweit ich weiß, ist, glaube ich, keine physische Version rausgekommen. Die ist nur in den asiatischen Territorien ist das irgendwie erschienen. Auch ein bisschen blöd nochmal zusätzlich. Und ja, also ich kann auf jeden Fall den Metacritic von so, ich glaube 60 oder so ist der irgendwo. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil für mich ist es klar, so ein Metacritic 60 ist für mich nochmal ein bisschen weiter drunter. So aus meiner Perspektive ist das mehr so eine 4, 5 von 10. Es ist so fein. So, es tut nicht weh, es macht nichts Besonderes und an sich die meiste Zeit denkt man sich nur, meine Zeit wird hier irgendwie gestohlen und es ist sehr schade, dass die polierten Elemente gerade in der Präsentation so hingeschludert wurden. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ursprünglich mal als ein anderes Spiel geplant war, dass es vielleicht auch irgendwie mehr Multiplayer-Aspekte irgendwie drin waren, irgendeinen Koop, den es dann geben sollte, dass die Level auch anders aufgebaut waren. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht ursprünglich auch mehr als so ein Mobiltitel angedacht hat. Keine Ahnung, kann ich nicht wirklich sagen. Nur das letztendliche Produkt ist eben eins, bei dem ich sage, dass außerhalb von Hardcore-Fans dieses Anime, das niemanden wirklich jucken sollte, was eben sehr schade ist, so ein weiteres Square Enix kleineres Spin-off-Game irgendwie so, ja, verschandelt irgendwie zu sehen. So, wir hatten ja schon Meldungen gekriegt über gewisse Restrukturierungen. Ich hoffe, das sorgt dafür, dass sich mehr auf Projekte fokussiert wird, die dann eben auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Und nicht, dass es dann bedeutet, oh, alle Mid-Budget-Games werden einfach abrasiert. Wir machen jetzt nur noch die ganz großen AAA-Dinger und dann tut es uns noch mehr weh, wenn die dann eben versagen. Aber ja, das soll es gewesen sein, mein Beitrag zu Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Erneut, was für ein Name. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns dann im nächsten Beitrag. Bis dann!